Heute wird nicht im traditionellen Maße gebastelt. Heute wird repariert. Prost. Ja, was ist passiert? Mein Kleiner ist kaputt, ne? Ich zeige euch das. Ich nehme euch mal ein Stück ran. Irgendwann habe ich festgestellt, das wackelt ja ganz schön hier. Also, ich weiß nicht, kann man das sehen? Und als ich mir dann gedacht habe, ich ziehe hier mal die Schraube raus und nehme mal das Schnellspannfutter ab, passierte Folgendes. Da. Ich hatte die ganze Welle in der Hand. Tja, funktionieren tut er. Aber neues Schnellspannfutter kriegt er nicht drauf. Oder eine neue Welle da rein. Ja. Nun ist das Gerät auch das eine oder andere Mal runtergefallen. Also insofern werden wir es wohl reparieren müssen. Und da habe ich mir gedacht, das kriegen wir auch alleine hin, weil ich habe bei Bosch im Kundenzentrum angerufen und die junge Frau war sehr freundlich am Telefon und sehr kompetent, hat mich in ihrem Beisein auf die Webseite gelotst, wo ich dann Teile für das Ding kriege, weil wir haben einmal durchgerechnet, grob am Telefon, wenn ich den reparieren lasse, dann liege ich bei über 100 € und dieses Gerät hat mich im Sonderangebot irgendwie 159 gekostet. Und da habe ich gesagt, nein, das ist schon 6 Jahre alt, das hat eigentlich seinen Dienst getan. Wobei ich persönlich der Meinung bin, das kann auch länger halten und ich bin ein Fan vom Reparieren. Also reparieren wir heute. Und dementsprechend habe ich mir die Ersatzteile einfach anliefern lassen. Da sind sie. Einmal für mich direkt hierher geliefert. Und dementsprechend werden wir jetzt gucken. Und das gute Paket mal öffnen. Mal gucken, was drin ist. Wir waren uns einig, ich brauche neues Getriebe. Weil eigentlich steckt die Welle im Getriebe. Und ich brauche neue Schnellspannfutter, weil das sich nicht mehr von der Welle lösen lässt. Also, ein Paket im Paket und noch ein Paket im Paket und ein Lieferschein. Bestehend aus Planetengetriebe und Schnellspannfutter. Also, Schnellspannfutter und Planetengetriebe. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir jetzt das Planetengetriebe. Das, was mich wirklich interessiert. Ach, da oben. So einfach ist das. Ach, guck mal. Bekomme ich gleich vorne hier den neuen Ring. Ich glaube, ich mache mal den Akku lieber ran hier. So steht er besser. Also, wir haben hier vorne den neuen Ring. Kann man sehen, ne? Hier. Alles gut. Und hier ist das Planetengetriebe mit der Welle, also die jetzt da drin steckt. Ja, klar, dass das irgendwie nicht mehr hinhaut. Also neues Getriebe einbauen. Das dürfte nicht schwer sein. Zweites Paket ist das Schnellspannfutter oder das Schnellbohrspannfutter oder wie auch immer. So, das ist mein altes, das hat schon richtig gelitten und das ist das neue. Ja, das ist der Unterschied, ne? Gut, der lässt sich wenigstens noch schrauben. Ja, dann wollen wir uns mal ranmachen und das Ding umbauen. Das ist ein Torx T10 und damit sollte ich das Gerät zerlegen können.
So, einmal kurz zur Ordnung. Das ist das Gerät. Und genauso wie ich die Schrauben aus dem Gerät geholt habe, liegen sie jetzt hier. Die drei hier oben. Danach die beiden hier. Eine schräg drüber, die dort. Zwei im Griff hier unten. Und eine vorne im Griff. Und so halte ich halt Ordnung bei meinen Schrauben, sodass ich sie dort wieder reindrehe. Hier bei diesem Gerät ist es jetzt nicht wichtig. Die Schrauben sind alle gleich lang, alle gleich dick. Das ist hier noch nicht so wichtig. Aber bei anderen Projekten sollte man das so machen. So, offen ist er. Hier die Schale, die wir gerade abgenommen haben. Vorsichtig, das hier hinten kann abfallen. Und hier der Drill selber. Und das da müssen wir austauschen. Oder nein, das hier vorne müssen wir austauschen. Das ist der Motor. Ja, ansonsten unten ein bisschen Steuerelektronik. Oben ein Schalter, Drehrichtung, Planetengetriebe, Motor. Und das bauen wir jetzt aus. Tja, ist ein Tag später. Was soll ich dazu sagen? Irgendwann war das Handy voll. Ja, geschafft habe ich es natürlich. Und auch verstellbar ist er jetzt. Lag einfach daran, weil ich, ihr erinnert euch da oben, dieses weiße Teil, das hat zwischen den beiden Seiten nicht richtig geklemmt. Hat ein bisschen gedauert, nachdem die Kamera ausgefallen ist. Ich hatte gesehen, so 9 Minuten Video hat er noch aufgenommen. Kurz danach, so 5 Minuten, 6 Minuten danach ungefähr, hat es dann funktioniert und ich habe ihn zusammenschrauben können. Ja, es tut mir leid, manchmal komme ich nicht damit klar. Ich habe zwar 32 GB in dem Ding drin, wovon gute 12 noch nutzbar waren, aber ich habe alte Videos nicht gelöscht von dem Mobiltelefon. Insofern, von dem Erfolg habe ich dann wieder kein Video. Ja. Hat funktioniert, mein kleines Baby, mein geliebtes Baby, es läuft wieder, ich kann es wieder verwenden und es wird wieder 6 Jahre halten. Also meine Vermutung, ich habe es ja selbst repariert, ist egal, ich wünsche euch was.